Imitieren wir mal Wurzelholz. Dazu haben wir dann wieder so eine Platte vorbereitet. Da ist jetzt so ein leicht, naja, heller holzfarbener Untergrund. Das ist normaler Basislack, damit er sich nicht anlöst, weil wir da auch mit wasserverdünnbaren Farben drauf arbeiten. Und was wir dazu brauchen, ist halt ganz normale Airbrush-Farben oder Acrylfarben zum Verdünnen. Ein Pinsel, ein bisschen Zebra und in so einem Ding habe ich da so ein bisschen Spiritus abgefüllt. So, jetzt habe ich ein ganz dunkles Braun, ziemlich stark verdünnt auch, in die Airbrush-Pistole. Ja, und jetzt brauche ich noch ein Pinselchen. Für den Spiritus. Und das sprühe ich einfach so stellenweise mal so ein bisschen so eine Lache drauf. So, und tropfe einfach ein bisschen Spiritus drauf. So. Das lässt man dann einfach erstmal so trocknen. Kann man jetzt verteilt über die ganze Fläche machen. Und man muss das jetzt nicht so. Also ein paar Tropfen Spiritus. So. Es gibt dann erstmal den Untergrund dann nachher für diese typischen Augen. Ja, ein bisschen Spiritus drauf, fertig, nächste. Das verbindet sich ja jetzt nicht mit dem Untergrund, dadurch kann das so richtig schön auseinanderperlen. Jetzt nicht so gleichmäßig sein, einfach wild drauf rum machen. Ja. Ja. Man könnte es auch theoretisch mit einer größeren Pistole machen und immer wieder trocknen lassen. Wenn man da geht relativ schnell leer. Und wenn das so leicht angetrocknet ist, dann kann man es vorsichtig abtupfen, das Überständige so ein bisschen wegnehmen. Ja, dann trocknet es auch schneller. Gibt dann auch noch mal so einen anderen Effekt. So, für die weitere Bearbeitung spritzen wir da jetzt so entweder ein 1K-Klarlack oder einen Basislack ohne Pigment drüber, damit das wasserfest wird, weil sonst wird sich beim nächsten Arbeitsgang wieder anlösen. Das so ein bisschen schön mit der Airbrush-Pistole ausarbeiten, verschiedenfarbig einfärben, abdunkeln. So.
sodass diese hellen Stellen auch verschwinden. Verstopft ziemlich schnell. So, jetzt haben wir noch ein Sepia, ein dunkles. Das können wir dann hier nochmal nachhalten. Ja, ich bin ja verstopft. So. Stellen wir da abdunkeln. Fußstern. Ja, ein bisschen abdunkeln. Ja. Nochmal eingefärbt hier. Und jetzt ziehen wir nochmal eine Lage Klarlack drauf, mal gucken, wie es dann aussieht.